So, jetzt will ich gerade für mein Free at Home mal irgendwie neue Komponenten aussuchen. Und jetzt steht hier überall Auslauf dran. Warum steht denn jetzt hier überall Auslauf? Buschjäger nimmt Free at Home vom Markt. Das hat sich einfach nicht durchgesetzt. Aber schau mal, das kann nicht sein. Da sind auch neue Produkte. Da steht was von Flex. Die nehmen die Sachen vom Markt, mit denen sie nicht mehr genug verdienen. Aber das würden die nie machen. Die denken doch immer so sehr an ihre Bestandskunden. Ich habe es euch immer schon gesagt. Ihr habt mit Free at Home auf ein proprietäres System gesetzt. Und jetzt nimmt der Hersteller das Produkt vom Markt. Ihr dürft euer ganzes Smart Home rauswerfen und alles neu kaufen. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich mal reden. Was hat das mit diesem Auslauf auf sich? Nimmt Buschjäger da jetzt wirklich Produkte vom Markt? Und was hat das da mit diesem Flex oder Flextronic zu tun? Und was ist das? Müssen wir uns wirklich jetzt mal angucken. Los geht's! So, ich habe meine beiden Begleiter jetzt mal in die Wüste geschickt. Lasst uns jetzt mal wirklich vernünftig über dieses Thema reden. Was ist da los und was passiert da gerade mit Free at Home? Gerade dieses Label mit dem Auslauf hat in dem Online-Katalog von Buschjäger wirklich schon den einen oder anderen verunsichert. Da gab es einige Posts in der Buschjäger-Community, unter meinen Videos auch, und ich habe auch die ein oder andere Mail dazu bekommen. Also habe ich gedacht, ich schaue mir das jetzt mal gründlich wirklich an und habe auch beim Hersteller für euch mal recherchiert. Weil gleichzeitig war nämlich auch festzustellen, dass da einiges Neues an Produkten auf den Markt kommt, und da steht jetzt irgendwie Flex oder Flextronics vor, und da ist jetzt eben die Frage, wie ist der Zusammenhang da jetzt? Und da kann ich euch schon sagen, das Ergebnis ist super interessant, und zwar sowohl für Neulinge in diesem ganzen Smart Home Bereich, aber auch für uns als Bestandskunden, die schon Free at Home im Einsatz haben. Das bringt neue Möglichkeiten, und auch für Elektriker, die irgendwie ein Objekt für einen Kunden ausrüsten, gibt es da einige neue Chancen, und das will ich euch auf jeden Fall alles mal gründlich zeigen. Allen voran jetzt mal sozusagen die schlechte Nachricht. Ja, es stimmt, da werden tatsächlich jetzt die ersten Free-at-Home-Geräte vom Markt genommen. Das betrifft jetzt im Moment die Wireless-Geräte. Das sind also die hier mit den blauen Tastern drauf. Und die wird es also in dieser Form über kurz oder lang nicht mehr geben. Ich weiß aber auch aus zuverlässiger Quelle, dass das noch nicht das Ende der Geschichte ist, weil auch die Busgeräte, also die mit den silbernen Tastern hier drauf, hinten mit der Busklemme dran, auch die werden früher oder später vom Markt verschwinden. So, und stattdessen bekommen wir dann die hier. Das ist halt eben ein Gerät der Flex-Reihe oder Flextronics, wie es offiziell heißt. Ja, und nun? Ist Free at Home damit jetzt Geschichte? Ist das jetzt hier eine komplett neue Produktlinie? Ja und nein. Im Grunde ist es ganz einfach. Das ist eine komplett neue Generation an Smart Home Unterputzeinsätzen. Und die ist voll kompatibel zu Free at Home. Eigentlich sogar mehr noch, das sind neue Free at Home Geräte, aber eben nicht mehr nur Free at Home, sondern auch noch als eigenständige Lösung funktionsfähig. Die Idee hierhinter ist nämlich, dass Buschjäger damit das Smart Home Programm nach unten hin ausbauen will. Bisher war es ja so, wer in Free at Home einsteigen wollte, musste jetzt erstmal eine gewisse Grundinfrastruktur schaffen. Man brauchte natürlich so die ersten Einsätze, sei es jetzt eben Wireless oder Wired, und brauchte aber zusätzlich noch diesen Sys-App. Den musste man jetzt irgendwo zentral einbauen, der musste mit einem Netzwerk gekoppelt werden, also irgendwie an einen Router dran und mit dem ganzen Getöse verbunden werden. Also das war schon natürlich eine gewisse Investition und auch ein gewisser Aufwand, um in dieses Thema überhaupt erstmal einzusteigen. Und genau dieser Aufwand lohnt sich eigentlich nur, wenn man direkt vorhat, vielleicht eine Etage oder zumindest mal einen kompletten Raum smart umzurüsten. Aber jetzt nicht, wenn man einfach nur mal irgendwie eine einzelne Wechselschaltung hat, die man smart machen möchte. Und genau diese Lücke schließen jetzt diese Flextronics-Geräte. Das sind smarte Unterputzgeräte, auch wieder als Sensor- und Aktor-Kombination, mit denen man
einzelne Lichtschalter im Endeffekt ersetzen kann und smart umrüsten kann und dafür keine Infrastruktur braucht, sondern die Geräte hier direkt mittels Bluetooth miteinander und mit einem Smartphone koppeln kann. Darüber hinaus kann das dann später mitwachsen, das gucken wir uns aber nachher an, sondern wir fangen jetzt erstmal wirklich mit diesem alleruntersten, niedrigsten Einbauniveau an sozusagen. Wie sieht denn so ein konkreter Austausch von einem einzelnen Gerät jetzt aus? Machen wir da einfach mal ein Szenario draus. Ich bin hier bei uns unten im Keller. Hier ist eine ganz normale Wechselschaltung drin. Hier ist die eine Seite mit einem normalen Schalter. Oben ist die andere Seite, dass man halt das Treppenhauslicht hier schalten kann. Jetzt möchte ich also hergehen und möchte sagen, ich möchte das hier, die konventionelle Geschichte, rauswerfen, möchte das smart haben und würde dann jetzt hier zum Beispiel auf den hier gehen. Das ist jetzt eben ein Flexgerät mit einem Bewegungsmelder. So. Da muss natürlich einmal der Elektriker ran, der baut dann halt jetzt den Wechselschalter aus und baut euch dann das hier ein. Das ist jetzt in dem Fall eine Multilinse, die hat so einen kugelförmigen Erfassungsbereich und das ist halt eben dazu da, um auch Treppen mit zu erfassen. Es gibt noch, warte, ich habe sie auch hier irgendwo, die Select-Linse, die hat nur so einen schmalen Erfassungsbereich, dann hat man halt eben diesen Treppenabgang nicht mit drin. Ich habe die jetzt hier kopfüber einbauen lassen, weil meine Treppe jetzt hier nach oben geht, dass man halt dann eben schon erfasst wird, wenn man runterkommt. Ich bin mal gespannt, wie das hier funktioniert. Das jetzt aber auch nur kurz erstmal am Rande. Ich zeige nachher nochmal, welche Hardware es da gibt. Ich möchte euch nämlich jetzt einmal kurz zeigen, wie einfach das ist, so ein Flexgerät zu koppeln. Wie gesagt, ihr braucht keine Infrastruktur drumherum, ihr braucht kein Netzwerk, ihr braucht kein Sys-App, ihr braucht gar nichts, sondern das geht einfach über Bluetooth. Ich habe jetzt hier einfach mal ein uraltes iPhone hergenommen und aus dem Nichts heraus die Next-App installiert. Darüber geht es halt jetzt eben, indem ich hier unten auf das Plus geht und er macht dann halt eben eine Bluetooth-Suche in Reichweite. Man kann jetzt hier die verschiedenen Sachen auswählen und wir wählen jetzt hier oben ein neues Flextronics Wireless-Gerät hinzufügen und gehen auf Weiter. So, man kann jetzt hier den Code scannen, der ist innen auf dem Gerät. Wir schauen mal, was diese Bluetooth-Suche bringt. Müssen natürlich jetzt erstmal eine neue grundsätzliche Installation anlegen. Ich nehme jetzt hier oben dazu erstmal Device Control. Das ist genau das, was ich jetzt hier an der Stelle brauche. Was dieses Room Control ist, sage ich nachher nochmal. Gehe dann jetzt hier weiter und gebe jetzt hier erstmal einen Namen ein. Und jetzt sucht er halt eben nach den Geräten. Er sagte, ich soll 6 bis 10 Sekunden die Tasten gedrückt halten. Ich drücke jetzt einfach mal hier drauf. Dann taucht halt das Gerät in der Gerätesuche auf und ich kann das halt jetzt hinzufügen. Er schlägt jetzt hier einen Gerätenamen vor, den würde ich jetzt einmal abändern. Speichere das und gehe dann halt entsprechend weiter. Ich sage fertig, er hat also diese Installation jetzt hier abgeschlossen und dann habe ich halt jetzt hier im Endeffekt meine Free-at-Home-Installation, die jetzt wirklich nur aus diesem einzelnen Gerät besteht. So, was kann ich damit jetzt alles machen? Ich habe jetzt hier im Endeffekt ein einzelnes smartes Gerät, mit dem ich halt Dinge tun kann, die ich mit einem Smart-Home-Gerät machen kann. Man muss aber dazu jetzt natürlich wissen, dass das Gerät jetzt erstmal natürlich nur so in sich gekoppelt ist. Das heißt, der kommuniziert jetzt in dem Moment erstmal nicht mit anderen Geräten und kommuniziert auch nur dann mit meinem Smartphone, wenn es eben in Reichweite ist. Das ist halt natürlich die Einschränkung dann dabei, aber ich kann natürlich trotzdem schon mal einige Sachen machen. Ich habe hier unten Automatisierung, da kann ich zum Beispiel einen Timer einstellen. Erfahrene Free-at-Home-Benutzer kennen jetzt hier natürlich das ein oder andere wieder. Ich habe die Astro-Funktion, nach der ich Dinge im Tag-Nacht-Rhythmus schalten kann, abhängig von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Ich habe eine normale Zeitschaltung, zu der Dinge passieren können. Ich kann aber jetzt hier auch meine ganz normalen Verknüpfungen im Endeffekt machen. Ich bin jetzt hier in dem Gerät drin. Ich habe hier verschiedene Kanäle und verschiedene Sensoren. Ich habe halt hier zum Beispiel, wenn ich hier drücke, einen Tastkanal.
blinkt jetzt hier gelb auf. Ich habe aber auch den normalen Bewegungsmelder und den kann ich jetzt halt eben an einen Aktor koppeln. Das ist jetzt hier in dem Moment der Aktor, der da natürlich auch mit drin eingebaut ist. Und ich kann das Ganze natürlich, wenn ich in Reichweite bin, auch über mein Handy steuern, indem ich halt in die App reingehe und dann da die einzelnen Funktionen schalte oder beziehungsweise an- und ausmache. So, das Ganze ist jetzt hier natürlich in dieser Variante ein kleines bisschen eingeschränkt. In den Automatisierungen zum Beispiel habe ich jetzt keine komplexeren Aktionen drin oder sowas. Also irgendwelche Wenn-Dann-Geschichten, die ich aus dem, ich sag mal, großen Free-at-Home kenne. So, jetzt fragt man sich vielleicht, Moment mal, Bluetooth, das ist jetzt nicht gerade das, was bekannt ist für wahnsinnige Reichweite. Ich habe es jetzt mal so ein ganz kleines bisschen getestet. Ich bin jetzt im Flur eine Etage höher und ich habe halt immer noch eine gute oder beziehungsweise einen von drei Balken in der Bluetooth-Verbindung. Wenn ich draufklicke, höre ich den unten noch schalten. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter hier ins Wohnzimmer, setze mich jetzt mal hier hin und kann immer noch, ich höre ihn unten immer noch klicken, kann halt jetzt immer noch problemlos schalten. Ich würde jetzt mal noch eine Etage höher gehen. Hier oben im Flur geht es auch noch problemlos. Und bin jetzt hier im Büro, also zwei Etagen drüber, jetzt hat er die Verbindung verloren. Ist also was, wo man sagen kann, hey, das ist jetzt nichts, was, weiß ich nicht, irgendwie ein Riesenhaus abdeckt. Aber wenn ihr zum Beispiel vorhabt, da irgendwie, ich sag mal, einen kleineren Bereich, eine kleinere Wohnung oder auch eine, ich sag, normal große Einetagenwohnung mit abzudecken, dann funktioniert es. Denn wenn man jetzt einmal vom Smart Home Virus gepackt ist, dann wird es ja in aller Regel nicht bei diesem einen Gerät bleiben, sondern man wird vielleicht auch noch ein zweites Gerät austauschen wollen. Und das müssen wir jetzt natürlich hier auch machen, weil wir haben ja eine Wechselschaltung und die besteht ja aus zwei Geräten. Also wird jetzt auch hier der konventionelle Taster durch ein weiteres Flexgerät ersetzt. Hier ist es jetzt ein Nebenstelleneinsatz mit einer ganz normalen Wippe drauf. Hier oben ist im Erdgeschoss, da gehen wir ständig durch. Da wollte ich jetzt keinen Bewegungsmelder haben, weil sonst ja ständig das Kellerlicht angehen würde. Auch das muss dann halt jetzt via Bluetooth in die Konfiguration mit eingebunden werden. Man geht halt jetzt hier wieder drauf, geht auf das Plus und koppelt das dann jetzt so, wie wir es eigentlich unten auch schon hatten. Früher oder später findet er das dann. Man kommt hier übrigens in diesen Kopplungsmodus, indem man die Taste so ein paar Sekunden gedrückt hält. Es blinkt dann jetzt hier blau, sieht eigentlich ganz fancy aus. Und gibt dann auch jetzt hier wieder den Gerätenamen an. Ich lasse das jetzt mal hier auf der Nebenstelle. Mach mal einen neuen Raum. Raum. Und bin dann relativ schnell fertig damit. Jetzt sehe ich, dass ich halt eben die beiden Geräte hier in meiner Liste drin habe. Aber die sind jetzt jedes für sich mit Bluetooth mit dem Smartphone verbunden, aber nicht untereinander, also der nicht mit dem da unten. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel nicht konfigurieren, dass ich mit der Wippe den Aktor da unten schalten will. Deshalb heißt das ja dann halt auch eben Device Control. Der nächste Schritt heißt halt jetzt eben Room Control und da kann ich genau das machen. Ich kann die Geräte untereinander koppeln, kann die also mittels Funk nochmal miteinander verbinden, kann aber weiterhin auch via Bluetooth vom Smartphone aus darauf zugreifen. Und das gucken wir uns jetzt mal an, wie man eben die Geräte von diesem Device Control in das Room Control migrieren kann. Dazu muss ich als erstes einen Schritt machen und zwar muss ich das MyBush Jäger Portal aktivieren. Die Geräte gehen dann nämlich über das Smartphone in die Busch Jäger Cloud. Und da wird so eine Art virtueller SysAP gebildet. Ja, also das heißt, das, was ich sonst als Infrastruktur bei dem großen Free-at-Home zu Hause habe, wird dann jetzt hier halt cloud-basiert gelöst. Schauen wir uns ganz kurz an. Ich gehe hier unten einfach eben auf das Burger-Menü, habe dann den Eintrag MyBush Jäger und kann dann da halt eben mein Login für die MyBush Jäger Cloud eingeben, auf die er sich dann via Internet eben verbindet. So, gucken wir uns jetzt mal diese Migrationsgeschichte an. Ich bin hier wieder in dem Burger-Menü und gehe auf die Installationseinstellung. Und da kann ich halt jetzt eben genau das sagen, zu Room Control migrieren. Ich gehe da jetzt mal drauf und er sagt mir jetzt hier noch einmal in einem kurzen Erklärtext, was er jetzt hier vorhat zu tun und auch, dass es sich eben um zwei Geräte handelt. Das passt. Ich gehe auf Start, bestätige dann nochmal mit Ja und das Ganze war jetzt erfreulich schnell abgeschlossen.
Okay, doch noch nicht ganz. Ich habe jetzt hier noch einen Migrationsassistenten. Wir klicken da mal durch. Gehe auf Start. Ich muss in der Reichweite jedes einzelnen Gerätes sein. Das müsste ich allerdings von hier aus noch sein. Und er zieht jetzt die Geräte nach und nach eben in diese Room Control und auf diesen virtuellen SysAP. Was macht er jetzt hier in der Zeit? Man muss sich jetzt noch mal kurz diese Infrastruktur von diesem Netzwerk vorstellen. Ich habe also weiterhin eine Bluetooth-Verbindung von meinem Handy auf das Gerät selber, aber die aktivieren in dem Moment jetzt auch den Wireless-Chip aus dem normalen Wireless Free at Home, um untereinander zu kommunizieren. Also das heißt, darüber bilden die jetzt quasi ein internes Funk-Mesh-Netzwerk, um untereinander vernetzt zu sein. Und auf jedes der Geräte kann ich jetzt mit dem Smartphone via Bluetooth mich jeweils einloggen und das auch von verschiedenen Telefonen aus. Das heißt jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt mit dem Gerät hierhin verbunden, der per Wireless nach da unten und unten könnte jetzt ein anderes Telefon wieder mittels Bluetooth verbunden sein und die Schaltbefehle und alle Konfigurationsgeschichten werden dann halt eben auf dieser Strecke auch übertragen. Und genau das ist halt der Grund, warum ich auch diesen virtuellen SysAP brauche, damit ich halt diesen Zustand ja quasi einmal ins Internet übertrage und wieder zurückhole. Ist natürlich ein Kritikpunkt hier an der Stelle. Bei dem normalen Free at Home ist es ja halt wirklich das Schöne, dass ich alles lokal habe und dass ich keine Cloud brauche, wenn ich sie nicht will. Hier bei dieser Variante ist es jetzt halt zwingend vorgesehen. Okay, wir schauen es uns mal weiter an. Der Migrationsassistent ist durch. Ich sage beenden. Er stellt jetzt einmal neu die Verbindung zu diesem Netzwerk her. Und ich merke jetzt hier, dass ich jetzt schon erheblich näher an dem dran bin, was ich von dem großen Free at Home, sag ich mal, kenne. Also ich habe hier unten mein Zahnradmenü, in dem ich die verschiedenen Gerätetypen habe. Ich finde jetzt halt hier auch eben alle Geräte, die ich halt jetzt hier im Netzwerk habe. Also den Bewegungsmelder im Keller, die Nebenstelle hier oben. Ich habe den Aktor, der unten an dem Bewegungsmelder im Keller dranhängt. Ich habe den Bewegungsmelder selber. Jetzt kann ich halt auch geräteübergreifende Konfigurationen anlegen. Das wollen wir jetzt hier mit diesem Nebenstellengerät machen. Das heißt, der Sensor hier soll den Aktor im Bewegungsmelder unten schalten. Das mache ich jetzt mal, indem ich hier auf die Nebenstelle gehe. Ich habe hier unten die Standardwippe. Ich lege einen Kanal an, sage also, ich habe eine ausgehende Verknüpfung. Ich gebe den Kanal ein. Und finde jetzt hier den Kellerbewegungsmelder. Da setze ich den Haken dran, sage Speichern. Er schreibt jetzt hier ein bisschen die Konfiguration. Okay, das muss jetzt wahrscheinlich den Weg durch diese ganzen Funk-Mesh-Dinger finden. Das sollte jetzt also funktionieren. Probieren wir es mal aus. Jo, läuft. Ihr seht, hinter mir geht das Licht an und aus. Wir haben also jetzt eine Smart Home-Infrastruktur aufgebaut, die ohne den zentralen SysApp auskommt. So, mit dem Wechsel auf dieses Room Control sind jetzt halt eben die Möglichkeiten, die ich in diesem Smart Home habe, deutlich gestiegen nochmal. Ein ganz wichtiger Aspekt ist eben die Kopplung von Geräten untereinander. Also ich meine, klar, hier habe ich jetzt eine normale alte Wechselschaltung sozusagen durch smarte Geräte ersetzt. Die Leitung liegt ja in der Wand, also das wäre jetzt hier an der Stelle eigentlich gar nicht nötig. Aber ich kann halt natürlich auch eben Vernetzungen zwischen Geräten schaffen, die eigentlich eben keine Kabelverbindung haben. Und ich finde, das ist gerade in einem Bestandsbau eine ganz wichtige Geschichte, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte jetzt aber von da drüben nochmal das Treppenhauslicht schalten und oben auch und jetzt weiß ich nicht, vielleicht noch irgendwie eine Timersteuerung mit dazu packen, dann sind das jetzt eben Dinge, die hier mitgehen. Klicken wir uns mal einmal ganz schnell durch. Ich habe hier vorne das normale, ja ich sag mal, Bedienpanel, wo ich halt eben die Funktionen manuell schalten kann. Also auch das natürlich ein Aspekt. Licht schalten via Smartphone. Ich habe bei den Automatisierungen weiterhin auch die Timer und meine Szenen, habe aber auch hier noch keine komplexen Aktionen hinter. Ne? Aber ich kann jetzt hier in den Konfigurationen noch eine ganze Menge Dinge tun. Ich habe halt vollen Zugriff eben auf den Aktor und auf die Sensoren. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel eben so eine Treppenhauslichtschaltung realisieren. Also ich drücke drauf und nach 2 Minuten geht das Licht aus. Kann man jetzt hier unten zum Beispiel die Nachlaufzeit, eine Ausschaltvorwarnung aktivieren und solche Geschichten. Kann das halt hier an der Stelle mit den verschiedenen eingehenden Wippen verbinden, also kann halt einen Aktor von ganz vielen Stellen aus steuern und das sind halt eben schon ein paar entsprechend nette Möglichkeiten.
Er braucht halt immer, um von hier aus jetzt in die Cloud zu gehen, ein Handy in Reichweite. Ja, also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ein Handy ist jetzt hier zu Hause, weiß ich nicht, meine Frau ist jetzt hier, hat ihr Handy und ist jetzt hier in Reichweite. Dadurch würden sich die Geräte dann im Endeffekt in die Cloud verbinden und dadurch könnte ich zum Beispiel auch über die MyBush Jäger Cloud das Ganze von unterwegs dann schalten. Also ist ein bisschen mit einem kleinen Umweg verbunden, aber es würde theoretisch auch gehen. Noch eine kleine Einschränkung haben wir an der Stelle. Ich kann maximal 32 Geräte hinzufügen. Das ist nicht wahnsinnig viel. Das reicht für den Einstieg. Das reicht, um, ich sag mal, die wichtigsten Funktionen smart zu machen. Aber um ein gesamtes Haus damit smart umzubauen, wird es sicherlich ein bisschen wenig sein. So, aber ich kann jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Wenn ich jetzt Bock habe und daraus jetzt wirklich in die volle Smart Home und Free at Home Welt eintauchen will, hole ich mir halt den Sys-App dazu, kann das eben stückweise mitwachsen lassen, das System, installiere den Access Point und muss dann halt jetzt die Installation von hier eben in das, ich sag mal, große Free at Home rüberholen. Ich gehe in das Burger-Menü, ich bin ja jetzt noch in diesem Room Control, gehe in die Installationseinstellungen und finde den Punkt Migration zum System Access Point, habe mir also sozusagen das dritte Level freigespielt. Und das probieren wir halt jetzt mal aus. Was passiert denn da? Ich gehe da drauf und muss dann halt jetzt hier mich auch wieder durch so einen Assistenten klicken. Okay, jetzt habe ich gerade mal in Ruhe den Text gelesen und nein, das werde ich garantiert nicht machen, denn dieser Assistent ist dafür vorgesehen, diese Installation mit den ganzen Einstellungen, die ich da jetzt vorgenommen habe, auf einen Sys-App rüber zu migrieren. Das heißt, ich habe einen Sys-App, den ich jetzt wirklich neu gekauft habe, installiere und meine gesamte bestehende Installation darauf übertrage. Ich fange also mit einem leeren System an und migriere die Sachen mit diesem Migrationsassistenten darüber. Zu den Migrationsassistenten habe ich übrigens auch schon mal ein Video gemacht, wie man von der Version 1 auf 2 migrieren kann. Ich verlinke das oben gerade mal. Aber das ist jetzt hier für mich an dieser Stelle natürlich das Falsche, weil ich habe ja eine bereits bestehende Free-at-Home-Installation. Aber auch in die kann ich natürlich die Flex-Geräte übernehmen. Das ist halt also jetzt eben der Schritt, den man halt macht, wenn man eigentlich schon eine bestehende Infrastruktur hat und eben so ein Gerät hinzufügen will. Das geht aber eben nicht mit diesen Migrationsassistenten, sondern da muss ich ein zurückgesetztes Gerät haben, was ich dann über den normalen Wireless-Suchlauf finden kann. Das Zurücksetzen geht hier, indem man die Tasten gedrückt hält. Die untere Taste muss man gedrückt halten, irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Minute lang oder so. Er blinkt dann erst langsam. Dann schnell, dann geht er aus, dann muss ich loslassen und noch zweimal kurz drücken und dann müsste an der Stelle das Rücksetzen auf Werkseinstellungen passieren. Und dann ist er halt in dem normalen Anlernmodus und ich kann ihn in meine große Free-at-Home-Installation rüberholen. Da habe ich jetzt das andere Telefon genommen, auf dem ich meine normale Installation drauf habe und werde das halt dann jetzt mal eben suchen und hinzufügen. Ich bin also jetzt hier in meinem ganz normalen Free-at-Home-Setup, gehe unten auf das Burger-Menü und bekomme oben schon die Benachrichtigung angezeigt. Da wurden neue Wireless-Geräte gefunden, da kann ich jetzt drauf gehen. Ich zeige euch nochmal eben, wo ich es sonst aber auch finden kann. Das ist nämlich hier unter Free-at-Home-Einstellungen, Free-at-Home-Wireless und dann da eben Geräte suchen. Ich klicke jetzt hier auf die Suche. Er sagt mir noch mal kurz, wie das Zurücksetzen funktioniert. Auch da habe ich übrigens schon mal ein Video zu gemacht und ich verlinke es gerade mal eben oben. Gibt nämlich verschiedene Varianten je nach Firmware. Aber hier sage ich jetzt okay. Ich lasse ihn jetzt die Suche eben durchführen und gleich müsste er halt eben das Gerät hier finden. Er fügt es dann eben dieser Installation zu und der Bluetooth-Chip, der da drauf ist, wird dann halt deaktiviert. Das heißt, da ist jetzt keine Connection über ein Smartphone oder sowas direkt mehr möglich, sondern das ist dann ganz normal in dem Wireless-Netzwerk von Free-at-Home verfügbar und verbunden, wie wir das halt von den alten Geräten mit den blauen Knöpfchen halt eben auch kannten. So, ich komme gerade von unten wieder. Ich habe unten den Bewegungsmelder auch mal gerade zurückgesetzt und er zeigt mir jetzt hier schon eben eine weitere Benachrichtigung an. Die sind jetzt gerade noch als unvollständig markiert. Das braucht jetzt noch einen kleinen Moment, bis er die gefunden und eben hinzugefügt hat.
aber früher oder später tauchen sie halt eben als neue Geräte auf. Ich habe das jetzt hier unter nicht verortet, da steht noch ein bisschen anderer Kram drin, aber ganz hier oben finde ich zum Beispiel den Bewegungsmelder Schaltaktor von unten und hier habe ich eben die Nebenstelle einfach von hier oben. Und die kann ich jetzt ganz normal so behandeln, wie ich das eigentlich auch von früher gekannt habe. Das heißt, ich fange jetzt mal erstmal mit der Verortung an. Ich bin im Erdgeschoss im Flur, benenne jetzt das Gerät. Und kann halt jetzt hier die normalen Kanaleinstellungen machen, die ich halt sonst kenne. Ich kann hier in die Einstellungen reingehen, kann aber dann auch bei der Kanalauswahl eine ganz normale Wippe draus machen. Klingt jetzt gerade ganz gut. Ich gehe in den Sensor rein. Ich muss so eine Geräteaktualisierung machen, auch das kennt man. Und kann jetzt hier zum Beispiel die ganz normale Kanalverbindung machen und habe jetzt halt hier eben meine gesamte Geräteliste, die ich hier in meinem Setup verfügbar habe. Also alles das, was ich aus den Wireless-Geräten kannte, ist halt jetzt eben hier auch verfügbar. So, was bedeutet das denn jetzt für uns als Free-at-Home-Bestandskunden? Ist der jetzt alles beim Alten? Also grundsätzlich erstmal schon. Wir haben gesehen, es gibt zwar diese gesamte Flex-Reihe, die das ganze Programm nach unten hin abrundet, wodurch der Einstieg in das Smart-Home-Thema über Busch Jäger eben halt deutlich vereinfacht wird. Aber wenn ich schon alles drumherum habe, kann ich problemlos die Geräte weiterhin nutzen und kann sie 1:1 ohne jegliche Einschränkung in mein bestehendes System integrieren. Aber eigentlich habe ich sogar noch Vorteile. Und zwar ist das die Kombinationsvielfalt der verschiedenen Geräte. Ich habe jetzt nämlich nicht mehr wie früher fest vorgegebene Kombinationen aus Sensor und Aktor, sondern ich kann das Unterteil und das Oberteil frei miteinander kombinieren. Das ermöglicht eine ganze Menge Gerätekombinationen, die es früher eben nicht gab. Gucken wir uns mal die verschiedenen Varianten an. Das hier zum Beispiel ist ein Jalousie-Einsatz für eine einzelne Jalousie. Das hier ist ein LED-Dimmer-Einsatz, also ne, um eben LED-Lampen dimmen zu können als Einfachaktor. Hier habe ich, ich muss das so ein bisschen schräg halten, weil das da aufgedruckt ist, einen Relais-Einsatz zweifach. Und ich habe hier einen E-Kontakt, das heißt also kein Schaltrelais, sondern eben halt ein Halbleiterrelais. Das klickt dann halt zum Beispiel nicht. So, auf der Sensorseite habe ich eine Einfachwippe, eine Zweifachwippe. Ich habe diese Select-Linse, also einen Bewegungsmelder mit einem schmalen Streifen und hier diese Multilinse mit diesem Kugelding. So, die kann ich jetzt beliebig untereinander kombinieren. Ich kann also jetzt zum Beispiel hergehen und kann sagen, ich will eine Kombination Bewegungsmelder und was hatten wir jetzt hier zum Beispiel? Dimmer. Die Kombination gab es bei den Wireless-Geräten früher nicht, kann ich jetzt aber hier problemlos machen, beide Teile separat kaufen, zusammenstecken, fertig. Oder was ich eigentlich ganz gerne immer benutze, ist eine Einfachwippe und unten drunter aber einen Zweifach-Relais-Einsatz. So. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Sensor, mit dem ich einen Aktorkanal schalten kann und habe einen zweiten Aktorkanal frei, den ich zum Beispiel nach unten verlegen lassen kann, um eine schaltbare Steckdose zu realisieren. Gab es früher auch nicht und auch so eine Kombination habe ich jetzt zum Beispiel. Ich verlinke unten in der Videobeschreibung mal ein Dokument, in dem die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten nochmal näher mit den verschiedenen Bestellnummern eben dargestellt werden. Und es gibt noch was Spannendes, was die Palette sozusagen nach unten hin nochmal erweitert. Und zwar, das ist der hier. Das ist nämlich was ganz anderes als der hier. Okay, die sehen jetzt gleich aus. Und man muss auch schon sehr genau hingucken. Nämlich auf der Rückseite findet man hier so einen kleinen Aufkleber und hier nicht. Und in der Bestellnummer, die steht da oben, ist hier ein WL mit eingetragen, hier nicht. Das hier ist nämlich ein Bedienaufsatz, den ich jetzt auch hier einfach ganz normal auf diese Unterteile setzen kann, der aber eben keinen Bluetooth, Wireless oder sonst was Chip mitbringt, der also komplett überhaupt nicht smart ist. So, was kann der denn jetzt und wofür brauche ich das? Wenn ich jetzt ein normales Unterteil hier habe, kann ich den einfach da reinstecken und der ist jetzt nicht per Bluetooth oder sonst wie auffindbar. Der macht jetzt nichts anderes, als einfach über die Tasten hier diesen Aktor zu bedienen.
Und das hat jetzt durchaus ein paar spannende Anwendungsszenarien. Zum Beispiel könnte das für einen Elektriker interessant sein. Der geht jetzt zum Beispiel irgendwie durchs Haus und montiert überall die Unterteile, weil jetzt zum Beispiel der Bauherr gesagt hat, ich möchte mir da ein Smart Home einrichten. Der Elektriker hat aber jetzt natürlich keine Lust, mit seinem Telefon da jetzt rumzulaufen und das alles jetzt erstmal irgendwie zu konfigurieren oder sowas. Das heißt, der könnte jetzt einfach diese Teile überall draufstecken. Man kann damit ganz normal erstmal das Licht ein- und ausschalten und ist fertig damit. So, jetzt kann man zum Beispiel auch sagen, ich möchte vielleicht aus zum Beispiel Kostengründen erstmal sehr low-level einsteigen in das Teil. Das heißt, man könnte überall diese Flex-Schalteinsätze einbauen lassen, aber oben eben die konventionellen Taster mit draufpacken. Und dann irgendwann sagen, jetzt gehe ich diesen Schritt, setze da eben die Wireless-Oberteile ein und starte dann zum Beispiel direkt mit dem Room Control. Und diese Entscheidung kann auch theoretisch ganz spät erst getroffen werden im Bauprozess. Ja, also ich sag mal, ich habe vielleicht ein Mehrparteienhaus, es wird überall, werden diese Unterteile eingebaut und die dann halt hinterher die späteren Wohneinheiten kaufen, können relativ zum Schluss sagen, ich möchte smarte Elektrik verbaut haben oder ich möchte konventionelle Elektrik verbaut haben, dann kann man halt auch eben diese Schalteinsätze dann entsprechend mit den Wippen verwenden. Und die funktionieren ganz normal wie ein ganz herkömmlicher, elektronisch gesteuerter Taster. So, und damit denke ich, haben wir jetzt einen ganz guten Überblick über dieses ganze Thema Flex bekommen, die Möglichkeiten beleuchtet und halt auch gesehen, was das halt eben für Bestandskunden bedeutet. Haha, und ich hatte auf jeden Fall recht. Die nehmen wirklich Sachen vom Markt. Aber ich hatte auch recht. Die Bestandskunden brauchen sich keine Sorgen machen. Alles bleibt beim Alten und ihr bekommt noch neue Möglichkeiten. Und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da und hier verlinke ich euch mal ein Video, was der Algorithmus für euch aussucht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin!